liebe Tübingerinnen und Tübinger, liebe Freundinnen und Freunde. In diesem Jahr 2023 jährt sich die Nakba, die Flucht und Vertreibung. Nakba ist übrigens arabisch und heißt die Katastrophe für diejenigen, die es vielleicht nicht wissen. Da jährt sich die Flucht und Vertreibung von etwa 750.000 palästinensischen Flüchtlingen aus dem heutigen Staatsgebiet Israel zum 75. Mal. 75 Jahre lang waren weder die israelische noch die internationale Politik willens bzw. in der Lage, einen Beitrag zur Lösung dieses Konflikts zu leisten. Weder die UN-Teilungsresolution von 1947 und erst recht nicht die UN-Rückkehrresolution, die sich zusammen mit der einen Tag zuvor verabschiedeten Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte in der ersten Dezemberhälfte dieses Jahres ebenfalls zum 75. Mal jährt. Alle diese Resolutionen wurden nicht ihren Vorgaben entsprechend umgesetzt. Die sogenannte Rückkehrresolution wurde nicht mal ansatzweise in Angriff genommen. Und das, obwohl der Staat Israel 1949 nur unter der Voraussetzung in die Vereinten Nationen aufgenommen worden ist, beide Resolutionen anzuerkennen und damit auch umzusetzen. Stattdessen verwaltet man die palästinensischen Flüchtlinge seit Jahrzehnten in den verschiedenen Aufnahmeländern und versorgt sie mehr schlecht als recht. Mit ihrem persönlichen und politischen Schicksal und ihren international anerkannten völkerrechtlichen Ansprüchen aber hat man sie vollständig allein gelassen. Weil neben unserer Projektarbeit für die palästinensischen Kinder und Jugendliche im Libanon unsere Öffentlichkeitsarbeit über deren Vertreibungsgeschichte und ihre heutige Situation ein wesentlicher Teil unserer Vereinsarbeit ist, spreche ich hier heute auch als Vorsitzende des Vereins Flüchtlingskinder im Libanon. Die palästinensischen Flüchtlinge im Libanon fühlen sich ihren Landsleuten in Gaza und in der Westbank seit Jahrzehnten tief verbunden. Jetzt trauern sie auch um die Opfer der israelischen Angriffe, fühlen sich mit den von Hunger und Tod Bedrohten, und sorgen sich über die traumatisierten Überlebenden, vor allem die Kinder. Die Vertreibung der Bevölkerung aus dem Norden Gazas lässt die Erinnerung an die eigene Flucht und Vertreibung vor 75 Jahren lebendig werden. Gleichzeitig wird eine Ausweitung des Krieges auf den Libanon befürchtet. Seit Kriegsbeginn ist der Süden des Landes regelmäßig von militärischen Auseinandersetzungen unter Beteiligung der Hisbollah und der israelischen Armee betroffen. Viele Menschen sind deshalb nach Norden geflohen. Andere haben ihren Arbeitsplatz in der Landwirtschaft wegen des israelischen Beschusses verloren. Drohungen aus Kreisen der israelischen Politik, Beirut werde es bei Angriffen aus dem Libanon genauso ergehen wie Gaza, machen den Menschen im Libanon große Sorge. Dass nun ausgerechnet im 75. Jahr der Nakba eine neue Nakba für die Menschen in Gaza drohen könnte, bringt die Menschen in den palästinensischen Flüchtlingslagern auf, bricht ihnen aber auch das Herz. Schon vor 14 Tagen hat der israelische Historiker und Journalist Tom Segev die Vertreibung von Hunderttausenden Menschen aus dem Norden in den Süden des Gazastreifens als eine neue Nakba bezeichnet. 1,7 Millionen Menschen, drei Viertel der Bevölkerung, sind laut OCHA, dem Büro der Vereinten Nationen, inzwischen aus ihren Häusern vertrieben worden und haben, wenn überhaupt, notdürftigen Schutz gefunden. Ein vom israelischen Geheimdienst erarbeitetes Konzeptpapier, dessen Existenz von Netanyahu bestätigt worden ist, empfiehlt ausdrücklich die dauerhafte Vertreibung der Palästinenserinnen aus Gaza in den Sinai. Ägypten hat bereits dagegen protestiert. Der israelische Landwirtschaftsminister Avi Dichter vom Likud, Mitglied des Kriegskabinetts, sagte in Bezug auf Gazastadt schon vor Tagen: Gaza Nakba 2023. So wird es enden. Auch für eine Annexion der Westbank plädieren Finanzminister Bezalel Smotrich und Sicherheitsminister Itamar
Ben-Gvir, beide Siedler in der Westbank, offen und fordern den Transfer, sprich die Vertreibung der Palästinenser aus dem Westjordanland und aus Israel, zum Beispiel nach Europa. So wurden seit dem 7. Oktober fast 100 Familien mit mehr als 800 Angehörigen, darunter mehr als 300 Kinder, aus 15 palästinensischen Orten in der Westbank von radikalen Siedlern unter Tolerierung der israelischen Armee vertrieben. Dass dies auch die Politik der gesamten Regierung unter Netanjahu ist, beweist schon der erste Satz des Koalitionsvertrages der Regierung. Das jüdische Volk hat ein exklusives und unveräußerliches Recht auf alle Teile des Landes Israel, Galiläa, Negev, den Golan und Judäa und Samaria. Jeder Palästinenserin und jedem Palästinenser ist das bewusst. Aber sowohl die Bundesregierung als auch die Bundestagsabgeordneten weigern sich, solche Fakten zur Kenntnis zu nehmen. Und das, obwohl sie ihnen sämtlich aus den Veröffentlichungen der mit bundeseigenen Mitteln geförderten Stiftung Wissenschaft und Politik bekannt sein müssten. Natürlich sind wir überaus froh, wenn heute nach 7 Wochen Tod und Zerstörung endlich ein, wenn auch nur vorübergehender Waffenstillstand in Kraft tritt. Um zu einem Austausch von Geiseln zu kommen und um die Menschen in Gaza zu versorgen. Ja, wir sind überaus froh, wenn jetzt zumindest ein Teil der israelischen Geiseln aus den Händen der Hamas freikommt. Wir sind aber auch froh, wenn im Gegenzug palästinensische Geiseln aus israelischen Gefängnissen freikommen. So waren im September laut der israelischen Menschenrechtsorganisation B'Tselem mehr als 4.700 Palästinenserinnen in israelischer Haft, davon mehr als 1.300 in oft monatelanger Administrativhaft, das heißt ohne Anklageschrift, also ohne den Haftgrund zu kennen und ohne Rechtsbeistand. Heute sind es angesichts einer beispiellosen Verhaftungswelle seit Kriegsbeginn laut Guardian bereits 7.200 Verhaftete oder treffender Entführte, darunter fast 90 Frauen und 250 Kinder unter 18 Jahren. Der Guardian schätzt, dass jeder vierte von 10 palästinensischen Männern in ihrem Leben bereits einmal in israelischen Gefängnissen gesessen hat. Dass solche Zahlen nur durch israelische Willkür zu erklären sind, wird man kaum in Frage stellen können. Aber bei aller Freude über den augenblicklichen, nur wenige Tage geltenden Waffenstillstand, er reicht nicht aus. Er kann nur ein allererster Schritt sein. Schon jetzt hat der israelische Verteidigungsminister angekündigt, dass der Krieg nach der Waffenruhe mindestens 2 Monate lang fortgesetzt werden soll. Ohne Freiheit, ohne Gleichheit, Selbstbestimmung, Sicherheit und Frieden für alle Menschen zwischen Jordan und Mittelmeer werden Blutvergießen, Gewalt und Tod kein Ende nehmen. Zum Schluss möchte ich noch die Geschichte der 7-jährigen Fairuz aus Gaza erzählen. Von ihr haben wir über unsere Partnerorganisation im Libanon erfahren. Sie steht über Mitarbeiterin ihres familientherapeutischen Beratungs- und Behandlungskonzepts unter anderem mit dem United Palestinian Appeal in Gaza in Verbindung, UPA. UPA ist eine amerikanische Nichtregierungsorganisation, die das Leben der Palästinenserin durch sozial verantwortliche und nachhaltige Programme in den Bereichen Gesundheit, Bildung und Entwicklung verbessern will. Sie arbeitet in den besetzten Gebieten im Libanon und in Jordanien. UPA hat persönliche Geschichten von Kindern und Erwachsenen unter der israelischen Bombardierung gesammelt. Hier also eine davon. 4. November 2023, der 30. Tag des Krieges. Heute vollendet meine kleine Fairuz ihr 7. Lebensjahr. Seit über 3 Monaten hat sie die Tage gezählt und auf diesen Tag gewartet. Sie hatte einen großartigen Plan, was die Einzelheiten dieses Tages betraf. Ihr Plan sieht einen bunten Kuchen mit der Zeichentrickfigur Elsa vor, 7 bunte Kerzen,
ein paar Marshmallows, Dekoration, ein Geburtstagsfeuerwerk, Luftballon, eine Gästeliste mit einigen Klassenkameradinnen und Freunden aus der Nachbarschaft und jede Menge Spaß. Und danach machen wir mit der Familie einen Ausflug, vielleicht um Shawarma zu essen oder auf einem der Spielplätze zu spielen. Seit Beginn des Krieges hat Fairuz gemerkt, dass ihr Traum von einer Geburtstagsfeier langsam schwindet. Mir tut ihre Seele leid, die sehr früh gelernt hat, wie die Trauer mit der Freude konkurriert und siegt. Und wie der Tod das Leben angreift und es zerstört. Kommen wir zurück zu ihrem Plan. Was den Kuchen angeht, so können die Bäckereien hier kaum Brot backen. Und es gibt kein Gas, um zu Hause einen zu backen. Was die Kerzen betrifft, so wurden sie durch Bomben ersetzt, die den Himmel erhellen und niemals erlöschen. Und was das Feuerwerk angeht, keine Sorge, wir haben unentwegt Explosionen. Was die Dekorations- und die Ballons angeht, so haben wir dafür keinen Platz in zerschossenen Räumen, die mit Rauch gefüllt sind. Auf der Gästeliste stehen Freunde, die zu Märtyrern wurden, bevor sie überhaupt von der Einladung wussten. Freunde, die den Verlust eines geliebten Menschen betrauern und Freunde, von denen wir nichts wissen, nachdem die Kommunikationswege abgerissen sind. Und was den Ausflug nach der Party betrifft, so gibt es in Gaza keinen Ort mehr, der noch steht, kein Restaurant oder Spielplatz oder auch nur eine Straße. Alles wurde in Schutt und Asche gelegt. Was die Freude betrifft, so danke ich Gott, dass sie noch ein Kind ist und von einem rein und unverdorbenen Instinkt für Glück und Spaß übermannt wird. Jener Instinkt, der ihr morgens leuchtende Augen bescherte, als sie freudig rief, Mama, heute ist mein Geburtstag. Plötzlich hörten ihre Augen auf zu funkeln und sie sagte, ist es in Ordnung, eine Party zu feiern? Das ist doch nicht in Ordnung, oder? Ich schaute sie liebevoll an und sagte, was immer du willst, was würdest du gerne tun? Sie lächelte, versteckte ihren Kopf in meinem Schoß und fragte, backen Sie im Krieg einen Kuchen? Ich schlug vor, wenn wir keinen Kuchen haben, können wir mit Marshmallows feiern. Ja, jubelte sie. Dann fragte sie mich unvermittelt, und was passiert, wenn wir sterben? Eine ihrer Schwestern rettete mich und sagte, wenn wir sterben, werden wir die schönste Geburtstagsparty im Himmel feiern. Das, liebe Freunde, ist die Kindheit in Gaza. Ein Traum, der von Schurken aus allen Ecken blockiert wird. Schurken, die plötzlich Kriege führen, die es nicht zulassen, dass der Traum eines einfachen Kindes jemals in Erfüllung geht. Danke.